Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, in der letzten Folge war ich mir ja nicht sicher, wo der jetzt speichern würde, aber ich denke, ich hoffe, dass der hier richtig gespeichert hat. Zumindest meine ich, oder er ist jetzt komplett woanders. Mir kommt das hier gar nicht bekannt vor. Oh oh, hier kann ich mich verstecken, das ist kein gutes Zeichen. Das ist gar kein gutes Zeichen. Ach doch, wir sind durch die Spalte gegangen. Ja doch, das kommt mir doch bekannt vor. Können wir hier dann noch irgendwas holen? Das ist gar nichts, ne? Da könnten wir ihn wahrscheinlich durchschicken, aber er ist ja nicht dabei, der Kleine. Der Hugo. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Steinschleuder ist drin. Schauen wir mal kurz, dass wir davon auch noch was herstellen. Alle Fälle. So. Weil ich irgendwie die Befürchtung habe, dass gleich was kommt. Wenn ich mich da oben schon unterm Tisch verstecken muss oder kann, das ist nicht gut. Hier kann man sich überall verstecken. Das ist gut, also, aber auch... Wir warten, bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vodor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Da hinten ist auf jeden Fall was am Blinken. Dass der mich jetzt hier nicht sieht. Ich hab gewusst, dass irgendein Scheiß noch kommt. Ich wusste es. Toll, da ist was am Blinken, aber das bringt mir nicht viel. Oh. Lass mich doch in Ruhe mit eurem blöden. Komm ich da direkt in ein Feld rein? Nicht wirklich direkt, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das hier? Da ist was zum Anzünden. Da hinten. Oh, 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 oh. Na los, na los. Ja, nix na los. Ich kann da ja nicht rein, wenn der mich da sieht. Da hinten steht einer mit einer Fackel. Dreh dich wenigstens um, Junge. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich kann jetzt nur hoffen, dass hier nicht noch mehr drin sind. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist das große Problem. Wahrscheinlich da hoch. Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Was zum Teufel sollen wir jetzt machen? Gegen verdammte Ratten! Stellung halten, Basta! Oh, fuck! Wir müssen fliehen! Nicht. Aber wir wollen einen Plan haben! Oh, ich hoffe, die Ratten helfen mir jetzt, weil ich da unten nämlich nicht mehr... Also, weil jetzt auch so keiner hier rum kann. Oh, scheiße. Aber der Typ, der sieht mich doch, wenn ich jetzt darüber gehe, der Bogenschütze. Oh, fuck, 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 fuck. Kann er sich mal umdrehen? Fucke die Fuck, Fuck. Ich weiß, ich habe zu viel die wilden Kerle in letzter Zeit gesehen. Kannst du dich jetzt mal umdrehen, Junge, damit ich dich von hinten erledigen kann? Oh, ich befürchte irgendwie, dass wir gar nicht hier hochgehen sollten. Ursprünglich. Aber hier kann ich... Oder ist das hier zu? Schlägt mich nicht. Ach, das ist zu? Aber der guckt genau hier hin, der Mistkerl. Nee. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir... Wir kommen da ja eigentlich gar nicht runter, ne? Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir bei ihm jetzt da runterkommen. Ich muss jetzt mal von hinten nochmal gucken. Muss ich... Ach, oder muss ich darum? Nee, ich glaube, ich muss darum.
heißt. Was war das? Da war doch gerade irgendwas nieder. Nee, das ist am Blinken. Das heißt, ich müsste mir rein theoretisch. Ups, was zum Ablenken besorgen. Was war das gerade? Ja, geh gucken, Junge. Los, geh nicht gucken. Ach du Arschloch. Dein Ernst jetzt. Hätte ich da rüber gemusst in dem Moment? Nee, oder? Wieder? Du siehst mich nicht, du siehst immer mich nicht, noch du siehst mich nicht. Oh, da ich jetzt keine Töne mehr habe. Keine Dings mehr habe. Aber der sieht mich jetzt hier, oder? Obwohl, naja, er guckt in die Richtung. Ich hoffe mal nicht, dass er mich sieht. War da links noch irgendwas? Nee. Können wir jetzt hier. Theoretischerweise runter. Wenn ich jetzt hier aber Feuer hinwerfe. Um da hinten hochzulaufen. Das kriegt der doch mit, oder? Ach so, sei denn natürlich. Sei denn. Vielleicht. Ihr kriegt mich nicht. Was? Wollt ihr mich schon wieder verarschen? Ihr versteckt euch, wird euch nichts nützen. Alarm, Eindringlinge. Oh, fickt euch, ehrlich. Nein, das ist nicht sein Ernst. Ihr Ratten lasst mich nicht durch, oder? Sind ganz keine Zeit zu verschwenden. Nein, die Ratten lassen euch hoffentlich nicht durch. Naja, kannst mich mal. So, ich kann theoretisch darunter. Frage ist, bringt mir das jetzt was? Hinten sind noch Ratten. Also ich nehme an, dass ich jetzt hier oben rum muss. Ich bin mir aber bei überhaupt nicht sicher gerade. So, das Problem ist, dass uns das jetzt gar nichts gebracht hat. Okay. Wir haben jetzt, ach so, doch, Moment, hier könnten wir rein theoretisch rum. Also den Typen haben wir ja erledigt von hier vorne. Können wir sogar schon rum, ja. Ihr kriegt mich nicht. Die Frage ist. Aus dem Weg. Komm nicht weiter. Hey du, hoch mit dir. Ach, jetzt hat der auch noch diese Dinger. Dein Ernst jetzt? Och, nee. Ja, ist alles in Ordnung. Der macht nur ein kleines Nickerchen. Er wurde ermordet. Nein. Oder nicht. Der macht nur ein kleines Nickerchen. Der guckt mich jetzt natürlich hier so dumm an. Weiß nicht, ob das so clever wäre, den jetzt da. Okay, der geht auf jeden Fall schon mal in die andere Richtung. Zu lang. Pass auf. Ich weiß, dass das zu lang dauert, aber der Typ, der steht ja dauernd hier. Och, der kann mich doch mal. Moment. Aber ich kann nicht auf seine Fackel schießen, oder? Das hatten wir doch schon mal. Ich kann nicht auf die Fackel schießen. Scheiße! Natürlich kann ich den auch nicht kaputt kriegen. Wegen seinem scheiß Helm. Der hat jetzt so viele Schüsse.
Ich habe doch noch ein Messer, oder? Vielleicht hätte ich mich, aber ich konnte mich nicht anschleichen. Also, da drüben steckt er. Bleib weg. Okay, er geht aber jetzt zumindest schon mal da hoch. Das ist gut, dann gehe ich runter. Das tust du aber nicht. Stell dich doch nicht so auffällig dahin, du Idiot. Oh. Verdammte Drecksbäcker. Ist das dein Ernst? Der steht da, zeigt ihm den Hintern. Jetzt kann ich den Typ natürlich nicht sehen, wo der ist. Ja, dann bleib mal schön da. Ach Mann, ich dachte, man könnte dem die Fackel aus der Hand rausschleudern. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay. Zeitverschwendung. Ich dachte gerade, der kommt von hinten an. Geh doch einfach da weg, Junge. Ich meine, ich weiß ja immer noch nicht, ob ich überhaupt dahin muss, aber... Wenn das doch Zeitverschwendung ist, wieso haust du nicht einfach ab? Oh, dein Ernst jetzt. Hintenrum kann ich ja nicht, ne? Könnten überall stecken. Genau, dann geh lieber. Kann der jetzt mal gehen? Ey, ist das jetzt ein Bug oder was? Der haut dem fast mit der Fackel auf den Hintern. Aber ich hab dich nicht gesehen, Kleiner. Ich hab dich nicht gesehen. Ich meine, das ist ja gut, dass er den nicht sieht. Aber das sieht so aus, als ob der hier reinlaufen will, aber nicht reinlaufen kann. Alter, ernsthaft. Ich glaube, ich muss hier in den Nahkampf übergehen, weil sonst kommen wir ja gar nicht mehr raus. Ich würde das ja gerne im Schleichen machen, aber... Bei dem kann ich mich auch nicht anschleichen jetzt von hinten. Ich habe überlegt, ob ich da hinten und da links rum, aber ich glaube, da ist eine Sackgasse dementsprechend. Wann breiten sich die Ratten wohl auf andere Viertel aus? Weiß nicht. Das ist wirklich unglaublich. Sie bewegen sich unter der Erde. Sie suchen nach Futter, nach Blut. Also, wir machen es jetzt einfach. Wenn wir sterben sollten, dann sterben wir, weil es kann ja nicht sein, dass der hier so verbuggt ist und hier die ganze Zeit rumsteht. Wir haben die Schleuder drin. Jetzt sieh mal einer an. Ja, X kann man wieder nicht drücken, ich weiß. Mach den bloß nicht kaputt. Hallo. Du sollst stechen. Ja, endlich. Die Fackel kann ich mir aber nicht mitnehmen, oder? Schwefel. Ah, das ist gut. Also vielleicht hätte man sich irgendwie von hinten an dem Rand schleichen müssen oder so. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt gucken wir hier mal. Ich denke... Bewegt sich da hinten jetzt so komisch? Nein, 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 können sie nicht. Ich denke, dass wir wohl da rum müssen. Sie halten uns immer noch auf. Wir sind fast da. Fast. Also, das heißt dann wohl, dass wir da rum müssen, ja. Links könnten wir Feuer machen. Ich weiß nur nicht, wenn jetzt einer kommt, ob der dann da rumläuft. Okay, ich denke, wir müssen aber trotzdem
Naja, wir müssen trotzdem diese Sache hier mit dem... Kann ich nochmal welches herstellen? Ja. Mit dem Topf machen. Kann ich mich drüber hinstellen? Auch. Ich sollte auf die richtige Taste drücken. So. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vodor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vodor zu Hugo. Ja, das wäre vielleicht auch, oder ganz sicher, viel einfacher gewesen. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fang dir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge. Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Dann können wir aber nicht links anfangen. Da ist kein Z. Außerdem stimmt das nicht so ganz, was er jetzt hier gesagt hat. Hä, Moment. Haben wir jetzt nur die vier? Was hat er gesagt? Jupiter, Mars? Venus? Keine Ahnung. Ich habe den Rest schon wieder vergessen. Ich hau einfach mal drauf. Hier. Oh, fuck. Oh. Ich wollte aber nicht die guten Dinger verballern. Moment, da sind Augen auf jeder... Ach so. Jupiter, passt. Was jetzt? Das ist kein Z. Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Das ist, glaube ich, Merkur, was jetzt drin ist. Das sollte ein Kreis mit einem durchgezogenen Strich sein. Mars, das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Wie eine Halskette? Wie soll ich mir das denn jetzt vorstellen? Venus als letztes sein. Kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen winden. Und fertig. Das sind alle, glaube ich. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Wie archaisch. Oh Gott. Aber gut, es war zumindest einfacher, als ich gedacht hatte. Er hat mir im Endeffekt alles gesagt und gesagt, ja, das hast du jetzt richtig gemacht. Das ist schon mal gut. Ich werde trotzdem mal ein bisschen schleichen hier. Ich bin mir nicht so sicher. Ich wollte gerade sagen, das wird gerade alles dunkel, Hilfe. Ich sehe gerade gar nichts mehr im Bildschirm, außer meinem Hintern.
Magister Vaudin, ich bin Amicia Deron. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir.